Und zwar, wir waren stehen geblieben bei diesem Thema der Analyse von Algorithmen. Wir hätten uns überlegt, dass wenn wir sozusagen Algorithmus analysieren wollen, dass wir erstmal unterscheiden müssen, was haben wir eigentlich für eine Eingabe? Gibt es da unterschiedliche Fälle? Das haben wir ja ganz schön eigentlich bei dem Insertion Sort gesehen, ja, dass es da beispielsweise eine Unterscheidung gibt, ob die Eingabefolge, ob die bereits sortiert ist, dann ist es sozusagen der bestmögliche Fall. Oder ob die Eingabefolge genau umgekehrt sortiert ist, dann ist es sozusagen der schwierigste Fall oder der Worst Case. Das sind sozusagen die beiden Bezeichnungen. Worst Case für den schwierigsten Fall, Best Case für den besten Fall und den Average Case für irgendwie so einen Erwartungswert, wenn wir irgendwie eine Aussage darüber treffen können, ja, wie wahrscheinlich denn bestimmte Eingabesituationen eigentlich sind. Und dann hatten wir uns darauf verständigt, dass es eigentlich Sinn macht, dass man sich mit diesem Worst Case beschäftigt, weil A, es kann nicht schlechter werden als dieser Worst Case. Ja, sozusagen, wenn ich jetzt einen Algorithmus analysiere und ich kriege dann im Prinzip eine bestimmte Laufzeit raus, wie beispielsweise diese quadratische Laufzeit bei dem Insertion Sort, dann weiß ich, egal welche Eingabe ich da habe, es wird nicht schlechter. Bei dem Best Case hatten wir irgendwie argumentiert, naja, ich kann eigentlich immer Spezialfälle bauen, sodass der Best Case eigentlich mehr oder weniger in konstanter Zeit funktioniert, indem ich nämlich sozusagen die Lösung für diesen einen Spezialfall einfach hinterlege im Algorithmus, was beispielsweise auch in so numerischen Bibliotheken gemacht wird. Wenn man da irgendwelche Funktionen berechnen muss, dann sind halt gewisse Werte hinterlegt, keine Ahnung, Sinusfunktion. Dann hat man die vielleicht für bestimmte Werte, für 0 und 1 und für Pi und sowas, hat man den Wert fest hinterlegt und für irgendwelche anderen Werte, ja, wird das Ding dann vielleicht irgendwie berechnet. Ja, also das nutzt man teilweise, aber das ist sozusagen natürlich kein vernünftiges Kriterium, um einen Algorithmus hinsichtlich seiner Güte, seiner Qualität zu beurteilen. Und dann hatten wir was hatte ich hier ganz kurz gemacht, dass wir uns überlegt haben, wie sieht denn beispielsweise so eine Laufzeitanalyse aus, wenn wir sagen, naja, wir wollen jetzt mal so einen mittleren Fall betrachten? Und das haben wir an dem Beispiel von dem Insertion Sort gemacht, wo wir einfach wieder vorgegangen sind, die Operationen gezählt haben und uns dann überlegt haben, naja, der Aufwand hängt ja davon ab, im Wesentlichen sozusagen, wie oft diese While-Schleife durchlaufen wird. Ja, das ist sozusagen hier eine feste Laufzeit. Im For-Schleife ist immer eine feste Laufzeit in Abhängigkeit der Größe, die wir da reinstecken. Ja, und dann sozusagen entscheidend für den Insertion Sort war, was passiert, sag mal, so, was ist ein vernünftiger mittlerer Fall? Und dann haben wir gesagt, naja, irgendwie so ein mittlerer Fall wird irgendwie auftreten. Bei dem Insertion Sort ist es ja so, dieser Teil, der erste Teil, wenn das sozusagen mein Array ist, das ist das, was sozusagen immer weiter wächst und das ist der Teil, der dann sozusagen sortiert wird. Und mittlerer Fall wird in etwa der sein, dass wir sagen, naja, wir müssen ungefähr bis zur Mitte dieses Feldes halt hier laufen. Ja, das heißt, wir haben gesagt, diese Laufzeit, dieses TJ, was ja die Laufzeit oder die Anzahl der Durchläufe der While-Schleife im J-Durchlauf der For-Schleife bedeutet, das ist in etwa J halbe. Dann haben wir das irgendwie ausgerechnet als mittleren Fall. Und das ist eine relativ mühselige Rechnerei, habe ich einfach nur hingeschrieben. Ja, ich weiß nicht, ob es jemand gemacht hat. Rechnet man ein bisschen rum. Und dann kommt da aber auch was raus, was. Oh, jetzt habe ich es weggewischt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das eigentlich markieren. Was halt auch ein quadratisches Polynom ist. Ja, also mit anderen Konstanten als bei dem Worst Case. Aber. Auf jeden Fall auch sozusagen die Eingabegröße geht da auch mit einer quadratischen Größe ein. Ja, das heißt, wir haben da nochmal sozusagen Gehirnschmalz reingesteckt, aber im Endergebnis war es eigentlich kein großer Unterschied, weil das werden wir heute sehen, dass wir uns nämlich wenig Gedanken dazu machen, wie sehen eigentlich genau diese Konstanten K1, K2 und K3 jetzt bei dieser Formel beispielsweise aus. So, das war sozusagen das, was wir letztes Mal gemacht haben. Und dann habe ich Sie, ich meine, mit der Folie hier entlassen, dass wir gesagt haben, was ist ein effizienter Algorithmus? Und ein Algorithmus ist effizient, wenn er polynomiale oder polynomielle Laufzeit hat.
Ja, und warum das der Fall ist, das wird eigentlich an dieser Tabelle beispielsweise deutlich, wo ich einfach mal aufgeschrieben habe, ich mache die Folien immer auf meinem Mac und da sieht die Folie anders aus als hier. Sehe ich jetzt das erste Mal. Ja, das ist hier nicht so schön formatiert, wie ich das eigentlich hatte. Egal. Also, Laufzeitgrundlage ist eine Rechenoperation, kostet mich eine Nanosekunde Zeit, also 10 hoch minus 9 Sekunden. Jetzt habe ich hier einfach mal unterschiedliche Laufzeiten angegeben, ohne irgendwelche Konstanten, sondern einfach sage, so, was ist passiert eigentlich, wenn die Laufzeit logarithmisch ist, wenn die Laufzeit linear ist, wenn die Laufzeit n log n ist, das war die Laufzeit aus dem Merge-Sort beispielsweise, was ist, wenn die Laufzeit quadratisch ist und was passiert, wenn die Laufzeit kein Polynom ist, sondern eine Exponentialfunktion, wie beispielsweise 2 hoch n oder auch beispielsweise Fakultät oder n-Fakultät. Ja, das ist sozusagen die eine Achse und die andere Achse ist, ich stecke einfach mal unterschiedliche Größen rein, also unterschiedliche Werte für n. Ja, und dann sieht man relativ schnell, hier ausgehend von 10, ja, mal ganz detailliert hier bis 50 und dann werde ich so ein bisschen größer an meinen Schritten, 100, 1000, 10.000 bis zu 1 Milliarde. So, und ich rechne jetzt einfach nur aus, was ergibt sich denn für eine Laufzeit, wenn ich beispielsweise 100 Eingabeelemente habe und ich habe einen Logarithmus, einen Algorithmus mit logarithmischer Laufzeit, ja, bei der Annahme hier, dass eine Rechenoperation eine Nanosekunde braucht, dann sind wir in 0,007 Mikrosekunden fertig. Ja, also eine 0,007 Millionstel Sekunde. Kein Problem. Ja, alles hier im Mikrosekundenbereich. Lineare Laufzeit, auch kein Problem. Ja, da gehen wir mal irgendwann zu Millisekunden über. Und selbst bei einer Milliarde Eingabeelemente braucht der Algorithmus eine Sekunde. N log N. Naja, hier zum Kaffee holen reicht es nicht. 29,9 Sekunden. Ja? Muss ein bisschen warten. Hier wird es jetzt schon ein bisschen kritisch. Ja? Aber zumindest sage ich mal so bis 1 Million kann ich hier noch irgendwie vernünftig arbeiten. Ein Tag ist echt schon lang. Hängt halt davon ab, wie wichtig mir sozusagen die Problemlösung ist. Ja? Wenn es ein wichtiges Problem ist, dann warte ich sicherlich auch 115 Tage. Im Praktikum würde ich das jetzt nicht tun. Ne? Also, okay, dann 2 hoch n und da sehen Sie sozusagen bei der exponentiellen Laufzeit, da hört es ganz früh auf. Ja, selbst bei Eingaben der Größe 100 kommen wir hier auf 4 mal 10 hoch 13 Jahre. Und hier 8,4 mal 10 hoch 15 Jahre bei Laufzeit, die sich sozusagen im Rahmen der Fakultät n bewegt. Also, das können Sie irgendwie vergessen hier. Exponentielle Laufzeit ist irgendwie schlecht. Polynomiale Laufzeit, ja, und wenn ich jetzt sozusagen hier die eine weitere Potenz dazu nehme, also irgendwie n hoch 3, ja, dann ist das, sagen wir mal so, ähnlich. Es hört halt früher auf, dass ich vernünftig mitarbeiten kann. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, aber auch das ist irgendwie noch ein Algorithmus, sage ich mal so, wo man sicherlich irgendwie arbeiten kann. Wir werden Algorithmen kennenlernen, die werden irgendwie, muss ich gerade überlegen, n hoch 3, doch haben wir auch. Ja, also später im Bereich der Graphenprobleme, da hat man dann aber auch nicht mit so großen Graphen zu tun, dann wird es halt schwierig, aber sagen wir so, für kleinere, reale Probleme kann man da einige Sachen machen, aber auch gerade so im Graphenbereich. Wir hatten beispielsweise dieses Problem, Sie erinnern sich, dieses kürzeste Wegeproblem, dieser Roboter, der da durchlaufen sollte, das war sozusagen das Problem, was da zugrunde liegt, ist das sogenannte Traveling Salesman Problem, Problem des Handlungsreisenden, dass ich sozusagen eine bestimmte Rundreise mache und die soll möglichst kurz sein. Das lässt sich letztendlich nur vollständig dadurch lösen, dass ich alle Möglichkeiten ausprobiere. Und dann bin ich im Bereich der exponentiellen Laufzeit. Kann ich dann in der Praxis nicht wirklich lösen. Also das sozusagen so ein bisschen sichtbares Indiz dafür, dass es durchaus sinnvoll ist, sich sozusagen
auf diese Algorithmen zu stürzen, die irgendwie polynomiale Laufzeit haben. Oder zu versuchen, Algorithmen zu entwickeln, die halt genau diese Laufzeit haben.